Hallo und herzlich willkommen zurück zur fünften Folge von Project Unstable 5. 6. Was? Also, Unstable 6. So, ich habe wieder zwei, drei Dinge gemacht. Zum einen habe ich hier drüben fertig gebaut. Was heißt fertig gebaut? Weitergebaut. Habe auch noch ein paar Bäumchen angepflanzt, die muss ich dann nachher nochmal fällen. Dann muss ich dann nochmal ein bisschen was machen. Habe drin auch angefangen, mal hier ein bisschen schon mal Boden reinzulegen. Ich mache da erstmal Sprucewood Planks rein. Wenn wir dann später mal Ipewood haben, dann machen wir Ipewood rein. Ja, ich habe auch schon angefangen hier mit dem Wattel. Ich habe da noch ein paar Blöcke hier drin übrig. Ja, genau. Das wäre mal so noch. Und anfangs werde ich es erstmal mit Cobblestone lassen. Und sobald wir dann Destructive Stone haben, tausche ich das dann einfach alles aus. Problem gelöst. So. So, ja. Jedenfalls das dazu. Hier ist soweit nicht. Ich habe die Bienen mal aufgestellt. Dass die mir mal ein paar Combs schon mal machen, damit wir dann aus den Combs, ich weiß gar nicht, ob wir aus den Frozen Combs überhaupt kriegen. Ja doch, kriegen wir auch Honey Drop raus. Weil Honey Drop kann relativ praktisch werden dann später noch für alles mögliche. Das ist übrigens, ich habe schon mal die Rezepte noch nicht auf dem Server, das ist jetzt nur lokal. Man kann eine Nitro drunter verwenden, das hatte ich ja letzte Folge schon erzählt. Ne? Ich habe es noch nicht auf dem Server, aber es wird dann praktisch sein, dass man die Sachen dann im Crucible macht. Mit einer Bowl und dem Zeug. Man kann da Honey nehmen oder man nimmt Sugar. Genau. So, die geben mir noch ein paar Comb. Und es könnte halt sein, dass die vielleicht ja so ein Bäumchen da irgendwie mal verändern. Mal gucken, vielleicht kriegt man da ein paar Baumsorten raus. Nun zum Eigentlichen. Was habe ich heute vor? Ich wollte ja Mining Level Diamant haben. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder beziehungsweise ich kann es mir hier drum zack, zack. Zack. Modifier. Und zwar haben wir hier Diamond. Extra Durability, minus Stat Increase, Mining Level Increased up 1 up to Obsidian. Beziehungsweise jetzt Diamond heißt es ja. Single Use Fabulous. Das hatte aber meines Wissens einen Modifier consumed. Deswegen ich das nicht gerne machen möchte. Wir haben jetzt drei Modifier. Wir haben da noch zwei Modifier. Das heißt, wir können es zwar machen, da hätten wir jetzt hier, was hat denn jetzt Mining Level gar nicht? Mining Level bleibt Iron. Okay. Ja. Lassen wir es erstmal. Stattdessen machen wir was anderes, und zwar Mana Steel. Mana Steel hat nämlich auch Mining Level von Diamond. Dafür brauchen wir allerdings erstmal Mana Steel und dafür brauchen wir noch zwei, drei Sachen. Zum einen brauchen wir Petal, und zwar von den weißen Blumen. Die werde ich dann gleich nochmal suchen gehen, weil die habe ich nicht gemacht, weil ich doof bin und ich kann ja während ich quatsche. Damit wir dann langsam mal für Nether vorbereitet sind, weil der Nether, alles was im Nether ist, alle Erze, das Mindeste, was ein Erz braucht, ist Diamant. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es noch höher ist, aber mindestens Diamant. Von daher haben wir eh noch ein bisschen was vor uns. Sag ich, die Sonne geht. Nee, okay. Ah, die Sonne geht, oder? So, ja. Dann hätte ich ansonsten jetzt gesagt, ich werde nochmal ein bisschen rumwatscheln. Werde noch ein paar Blümchen sammeln und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein paar Blümchen gesammelt habe. Bis gleich. Ja, bis gleich.
So, da ist er wieder. Also, ich habe Blümchen gesammelt. Wir haben White Petal, wir haben ein paar andere Blümchen noch. Und was wir jetzt erstmal machen, ist ein Petal Apothecary. Das erste Ding, was wir brauchen. Und ich wollte mal gucken, weil ich habe nämlich auch so Pitcher Plants von Random Things. Die sind relativ cool, denn wenn man mit dem Eimer draufklickt, kriegt man automatisch einen vollen Wassereimer. Und wenn man einen Tank daneben stehen hat, oder einen Cauldron, füllt er sich langsam mit Wasser. Ich weiß nicht, ob das Ding hier auch für sowas zählt. Probieren Sie einfach mal aus. Ich stelle es mal hier hin. Pack die mal daneben. Zack. Und da kann man ja beobachten, ob da irgendwas passiert. So. Jedenfalls, was wir erstmal brauchen, ist nochmal ein paar Seeds. So. Damit wir eigentlich brauchen zwei, weil ich dann noch eine generative Blume gerne machen würde. Und zwar von Botania gibt es ein paar Flowers. So, die erste, die wir brauchen, ist die Pure Daisy. Also ich kann sogar nochmal, warte mal. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe ja doch noch Quests hier. Können wir mal hier detecten, schon mal ein bisschen wenigstens. Ja, gut, so. Flup, dann noch folgendes. Eimerchen. Zack. Dann 4 White Petal rein, ein Seed drauf und wir haben eine Pure Daisy. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt schon mal Stein und sonstiges umwandeln. Platziere die mal hin und ich habe schon mal Stein vorbereitet. Brauche 5 Steine auf jeden Fall. Und ich nehme mal das Birkenholz, ist eh hässlich. Und dann wandeln wir das mal noch um in Living Wood. So, in der Zwischenzeit können wir uns schon mal eine Blume setzen. Und zwar, die erste Blume, die wir machen sollten, ist die Endoflame. Die Endoflame braucht Braun, Rot und Light Gray. Das haben wir natürlich nicht, deswegen müssen wir uns ein bisschen was machen. Und zwar Fertilizer. Und zwar den Floral Fertilizer. Damit können wir einfach Floral Powder nehmen und Bone Meal. Bone Meal machen wir uns übrigens gleich nochmal. Zack, zack, zack. Ja, 4 Knüchlein. Packen die mal hier rein. Vielleicht auch nicht. Wartet. Moment. Ich habe Angst, dass mir das da reinfliegt. Ich platziere das mal hier unten erstmal. So. Knöchlein rein. Oder machen wir uns erstmal ein bisschen Bone Meal. Auf die erste billige Art und Weise. Und ich muss unbedingt was essen. Wie wär's mit Brokkoli? So, noch einmal. Das kann man meistens. So. Und da haben wir jetzt schon mal 6 Bone Meal. So. Das heißt, wir können schon mal 6 Floral Powder theoretisch machen. Was wir noch brauchen dafür ist natürlich ein bisschen von dem jeweiligen Zeug. Das heißt, ich brauche eine Bow. Zack, ein Holz und einen Stick. Und dann kriegen wir Pestle und Mortar. Das mit dem zusammen. Ich mache mal 8 Stück. Da könnte ich eigentlich gleich nochmal 1, 2, machen wir nochmal 8. Zack. So, das plus das. Floral Fertilizer. Und wenn wir den jetzt, das mache ich mal dann hier. Zack. Und zwar entstehen da ein paar Blümchen von allen möglichen Farben. Können entstehen. Da haben wir zum Beispiel eine braune, das ist schon mal sehr gut. Wir haben auch Gray, aber ich glaube, ich brauchte Light Gray, ne? Zack, zack. Es entstehen immer so ein paar Blumen. Das ist eine random Anzahl. Sagen wir nochmal. Wieder kein Light Gray, ne? Nee. Okay, Moment. Ich mach erstmal das weg. So. Da brauchen wir noch das Holz. Living Wood werden wir eh noch ein bisschen mehr auch brauchen. Dann machen wir jetzt nochmal
Eine große Fuhre Holz und eine kleine Fuhre Stein. Okay. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Was war die Endoflame? Zwei braun, light gray. Natürlich ist es light gray. Okay. Das heißt, wir könnten schon mal reinschmeißen, was wir haben. Pitcher. Zack, zack, zack. Einmal das brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir zwei braune. So. Und theoretisch ist noch Light Grey. Das habe ich nicht. Machen wir das Lied weiter. Ach verdammt, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welches es war, ne? Weil ich habe die Playlist mal ein bisschen aufsortiert und das habe ich anscheinend übersehen gehabt. Das wollten wir dann auch nochmal. Okay, folgendes. Wir machen mal nochmal ein bisschen Petal. Zack. Kann ich es eigentlich mit unterschiedlichen Petals machen oder muss es immer eine dieselbe Farbe sein? Nein, muss es nicht. Wunderbar. Bitte Light Grey. Nee, das war kein Light Grey. Okay. Von wo haben wir denn viel? Wir haben viele weiße aus irgendeinem Grund. Dann machen wir mal da draus und noch eine mehr. So, dann machen wir mal da draus nochmal ein wenig Floral Powder. Das plus bauen wir. Vielleicht kriegen wir ja schon Light Grey. Haha, wir haben Light Grey bekommen. Wunderbar. So muss das laufen. So. Okay, dann brauche ich nämlich den Mist gar nicht mehr. So, Light Grey rein. Seed drauf. Und wir haben eine Endoflame. Wunderbar. Jetzt machen wir mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen weg. Ich lege mich dann gleich mal schlafen. Und dann können wir nämlich unseren ersten Mana-Pool machen. Und können dafür sorgen, dass wir ein bisschen Mana generieren. Dann können wir Mana-Steal machen und dann yay. So. Und zwar, ich baue das erstmal hier oben hin. So. Die. Hatte ich die Endoflame schon gemacht? Ja, da ist er. Okay. Wir brauchen nämlich zum einen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz später. Ein Stein kann auch nicht schaden. So, dann packen wir das mal weg. Und machen uns einen Mana-Pool. Wobei ich könnte sogar mal decken. Wand of the Forest brauchen wir eh auch noch irgendwie. Das könnte ich gleich mal machen. Zwei waren es, glaube ich, ne? Oder waren es drei? Drei waren es, okay. Drei, zack, zack, zack. Brauchen noch Petal. Nein, falsch. Ich mache mir mal einen roten. So, zack, zack, zack. Nein, so. Wand of the Forest. Die Pure Daisy, wisst ihr was? Die baue ich mal ganz kurz ab. Einfach nur, damit ich es dann nicht vergesse. So, dann mache ich das. Kann Pure Daisy wieder hin. Flup. So, wir haben einen Mana Pool. Wir haben die Endoflame. Wir brauchen jetzt noch einen Mana Spreader. Dafür brauchen wir irgendeinen Petal und wir brauchen Living Witch. Das mache ich gerade nochmal. Das dauert jetzt einen Moment. Okay. Packen wir mal weg, was wir nicht brauchen hier. Das kann mal weg. Bei denen brauchen wir vielleicht nochmal. Das packe ich auch mal mit hier rein. Den packe ich auch erstmal weg. Ich bräuchte, glaube ich, nochmal eine Kiste. Ich habe noch eine. Wunderbar. Mache ich die mal hier hin. Dann machen wir hier mal die ganzen Botanierblumen rein. So. Wunderbar. Und dann haben wir Mana Pool. Den werden wir wunderschön füllen. Wie gesagt, Mana Spreader brauchen wir noch. Den haben wir gleich. Ich kann ja schon mal einen Rest holen. Also, wir brauchen ein Gold-Ingot und wir brauchen ein Petal. Jetzt habe ich das weggetan. Gut, dass ich nochmal dran denke. Das lasse ich mal hier. Nehmen wir mal Purple, ist ja egal. Zack. Und dann holen wir uns mal hier unser Holz. Zack. Und, ups. Zack. So. Das Ding, das Ding und das Ding. Mana Spreader. Wunderbar. Den einmal auf Mana Pool richten. Endoflame daneben. Theoretisch, wenn wir jetzt mal hier unseren Forest nehmen, sehen wir auch, das ist verbunden und das ist verbunden. Wunderbar. Und jetzt, die Endoflame arbeitet ja mit Hilfe von brennbaren Materialien. Das heißt, wir schmeißen da jetzt irgendwas Brennbares hin, wie zum Beispiel eine Kuckuck. Flup.
Sie wird es aufsammeln und wird uns jetzt langsam, aber sicher Mana produzieren. Dieses Mana können wir nutzen, Mana-Stil zu machen. Und was ich nämlich gerne hätte, ist zum einen, nicht Mana-Stil Pickaxe, sondern Mana-Stil Pickaxe Head. Wir müssen jetzt erstmal noch aufschmelzen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das Problem. Und ich wollte noch irgendwas mit Mana-Stil machen. Ach genau, damit wir die Smeltery automatisieren können, also praktisch hier unseren Output, will ich gerne Folgendes machen, und zwar ein Hourglass. Ein Hovering Hourglass. Dafür brauchen wir Gold, Redstone, Mana-Stil und Mana-Glas. Mana-Glas ist relativ einfach, brauchen wir einfach nur Glas. Und das ist praktisch unsere erste Clock dann. Das heißt, Glas brauchen wir, brauchen auch noch zwei Eisen. Ups. Und das müssen wir alles umwandeln können. Noch haben wir nicht genügend Mana. Okay, Clear Glas zählt nicht als Glas. Ah, vielleicht werde ich Chisel. Können wir probieren. Zack. Ah, es ist nicht Go-Dictionary. Schade. Also ich glaube, es ist Go-Dictionary, aber halt nicht auf das, was wir brauchen. So, aber ich kann in der Zwischenzeit schon mal zeigen, was wir nämlich machen können. Und zwar können wir uns einen Iron Furnace mal machen. Ich habe ein paar Ironplatten gegossen. Dieser Ofen sollte uns erstmal ordentlich was bringen. Und zwar erstmal Platzprobleme. Ich brauche unbedingt das Haus da drüben, nimmt langsam Form an. Ich bin froh, wenn wir reinziehen können. Ich muss nur ein bisschen planen. So, das Ding speichert automatisch Erfahrungspunkte. Die können wir dann jederzeit rausnehmen. Ich stelle das aber mal woanders hin. Ich mache mal hier den Block weg und setze das mal da rein. So. Der Iron Furnace hat einen riesen Vorteil. Er brennt länger. Eine Kohle brennt beispielsweise anstatt 8 Blöcken 10 Blöcken. Das heißt, wir haben ein Plus von 2 durch 8. Nee, 8 durch 2 macht 4. Also 0,4. Ja. 0,4 pro Dingens. Also, ich kann mal gucken, wie viel ich jetzt brauche. Normalerweise bräuchte ich jetzt 4 Sticks, um das zu braten. Ich glaube, ich brauche nur 3. Nicht mehr recht im Sinne. Ne, ich glaube, wir brauchen ganz knapp einen vierten noch. Ah, ganz knapp, ja, ganz knapp. Schade. Aber anderes hätte jetzt mehr gebracht. Ich wusste es jetzt nur nicht mehr. So, wir können das machen und wir. Okay, dann machen wir erstmal zack, zack. Machen wir schon mal das Mana-Glas. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Und dann brauchen wir jetzt nur noch 2 Mana-Stil. Bist du schon fertig? Oh, die ist schon fertig. Warte mal, dann machen wir Folgendes. Gib mir mal 9 Stück. So. Flup. Machen wir nämlich mal einen Block rein, der hält ein bisschen länger. Huh. Huch. So, wunderbar. Dann kriegen wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Mana. Also es sollte auf jeden Fall jetzt länger halten und es mehr Mana geben. Gut. Flup. Das packe ich dann auch mal. Ich nehme mal die Blumen und packe die mal mit hier rüber. Damit wir das alles irgendwie so halt beisammen haben. Pack die mal hier hin. Das packen wir mal da rein. So, wie sieht es denn eigentlich aus bei Dingens jetzt hier? Wir sind jetzt theoretisch, ich habe den Manipul nicht detected. Gut, muss ich später machen. Yay! Wir haben unser erstes Mal, dass hier hingeht, dann kann ich das schon mal aufschmelzen. Flup. Und warum ich hier den Grafter drin habe übrigens, mir ist was aufgefallen. Und zwar die Bienen, die ich hier ein bisschen aufgestellt habe, unsere Beehouses, haben schon angefangen, Red Spruce Setzlinge sowie Apple Oak hier hinten zu machen. Hier ist Apple Oak. Flup. Apple Oak. Das ist wunderbar. Das heißt, wir können, was ich nämlich gerne hätte, ist, wie letzte Staffel auch schon, ein Eibsetzling. Das heißt, wir werden es diesmal konsequent selber machen. Und zwar brauchen wir Teak und Dark Oak. Teak bekommen wir aus Dschungel und Dark Oak. Das heißt, ich brauche einen Jungle Sapling. Und ich brauche einen Dark Oak Sapling. Das ist so ein bisschen noch das Problem. Ich weiß nicht, wie ich an den Jungle komme. Jungle Leaves könnte ich mit dem Conjuration könnte ich verdoppeln, das ist okay, aber ich bräuchte theoretisch einen Alchemy Catalyst. Und für den müssen wir auf jeden Fall Netherwasser eh wollen und wir brauchen Elementium. Aber wenn wir das haben, dann könnten wir uns gleich mal ein Eyepwood-Settling noch machen. Da könnten wir dann das Ding mit Eyepwood machen. So, wir haben ein Ingot. Ich glaube, ich brauchte 2, ne? Ja.
Okay. Habe ich mich um einen verrechnet. Ah, verdammt. Okay. Folgendes, dann warten wir mal kurz. Oder? Habe ich es schon? Ich habe es noch nicht reingegossen, ne? Wisst ihr was? Wir machen mal das. Wir gießen es mal zurück in den Ingot. Ich weiß, es ist jetzt sehr kontraproduktiv, aber damit ich wenigstens irgendwas schon mal machen kann. Zack, machen wir das Hourglass. Flup. Hovering Hourglass. Und wenn ich hier jetzt das draufstelle, kann ich hier Sand reinpacken. Zack, zack. Nehmen wir mal zwei Sand. Flup. Das heißt, der Sand fliegt durch. Dann swappt das Ding sich einmal um. Ich mache aber mal noch den letzten Sand mit rein, damit es ein bisschen langsamer swappt. So, wunderbar. Ich finde es toll, dass man unten durchgucken kann. So. Ja, wobei, warte mal. Wir machen mal vier rein. Ich glaube, vier könnte die passende Anzahl sein. Damit das wunderbar dann funktioniert. Wir können das mal probieren, indem wir mal ein Eisen, wie heißt es? Manas, die reinschmeißen. Und theoretisch, wenn es geschmolzen ist, sollte er dann immer wieder das durch das Hourglass automatisch, wenn es geschmolzen ist, so wie nicht jeden Moment der Fall ist, jeden Moment, nahezu sofort, boah, irgendwie ewig gerade. Na komm! Werden wir nicht nachgucken, ist es fertig? Nee, das braucht noch eine ganze Weile. Das geht echt langsam. Hm. Ja, klatschen wir mal das zweite dazu. Flup. So. Okay, aber das eine sollte hoffentlich gleich fertig sein. Dann zeigen wir nochmal, wie die Automatisierung funktioniert. Das ist hoffentlich... So, das Ding läuft durch und flup. Oh, wunderbar. Ah, es ist wunderbar. Okay, das ist super. Das heißt, das machen das die Blubber noch auf, dann haben wir einen Kopf. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett und... So. Ich weiß gar nicht, wie viel... Wir sind jetzt, glaube ich, bei ein paar 20 Minuten, ne? Von der Folge. Das heißt, wir haben noch einen kleinen Moment. Dann warte ich mal noch, bis hier das Ding fertig ist. Achso, den Grafter kann ich mal zeigen. Ist im Endeffekt... Knifeblade, können wir auch Mana-Steel Knifeblade nehmen. Und dann gehen wir da hin. Und weil, wenn wir die Blätter so wegmachen, kriegen wir keine Setzlinge. Mit dem Grafter, tada, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel ein Lärchensetzling jetzt hier zu bekommen. Drüben sollten wir. Flup. Red Spruce. Irgendwie. Okay, irgendwie sind die ein bisschen. Ist das immer so, dass die verbuggt sind und dass da unterschiedliche Sachen kommen? Weiß es gerade gar nicht. Apple Oak? Haben wir den auch mal bekommen? Moment. Ich glaube, das ist wieder so ein anderer Setzling hier, so ein Red Spruce. Nehme ich an. Ja. Okay. Gut, ja, dann muss ich noch mal ein bisschen gucken und hoffen, dass hier noch mal ein bisschen sich mehr... Vielleicht kriege ich eigentlich hier... Raspberry Sapling, wunderbar. Okay, nun gut. Das muss ich dann mal noch ein bisschen gucken. Wir brauchen eh erstmal die richtigen Bäume, damit wir uns überhaupt Ipewood machen können. Erstmal brauchen wir eh Teakwood, aber dann können wir Ipewood machen und ja. So, jedenfalls haben wir erstmal den Pickaxe-Head. Ich habe die Zeit erfolgreich verquatscht. Und wir können jetzt unsere Spitzhacke mal ein bisschen aufwerten. Durability geht hoch. Das ist super. Mining Speed geht hoch. Und ich mache folgendes. Ich repariere das gleich mal mit Eisen. Zack. Und ja. Mal das hier Pickaxe. Mining Level Diamond. Wunderbar. Das heißt, ich kann mich jetzt losmachen. Kann Obsidian sammeln. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich Obsidian habe, hätte ich gesagt. Das heißt, ja. Bis gleich dann, ne? Oh, warte, ich pack nochmal ein bisschen Zeug weg. Das kann weg. Das kann weg. So, das sind Baublöcke. Ich habe schon mal ein paar Drawer gemacht gehabt. Und das lasse ich auch mal hier. Das brauche ich nicht mitnehmen. So, gut. Jetzt wirklich bis gleich.
Hallo, der ist wieder. Ich habe was gefunden. Ich wollte es nur mal kurz gezeigt haben. Und zwar Destabilized Redstone Ore. Das ist relativ witzig. Hm? Wichtig, denn wir haben ja sogar hier eine Quest. Bei Tech, ich wollte es nur mal gezeigt haben. Destabilized Redstone Ore. Hier steht auch drinnen, dass man es bei Erzen im Untergrund finden kann. Und es ist relativ witzig. Warum sage ich mal witzig? Wichtig. Es ist wichtig. Denn wir brauchen es für Signalum und dann später für den Redstone Machine Frame. Und wir können den Magma Crucible erst machen, wenn wir einen Redstone Machine Frame haben. Das heißt, wir müssen das eh finden. Und da wir es jetzt gefunden haben, wollte ich es einfach mal zeigen. Aufmachen kann ich es leider noch nicht, weil ich meinen Level Ardite brauche. das heißt, ich komme, glaube ich, nicht ran, außer hier ist irgendwo eine Flüssigkeit. Aber ich glaube, ich komme nicht an die Flüssigkeit ran. Kann es mal probieren, aber... Oder ist hier gar keine drinne? Okay, ich habe natürlich eins gefunden, wo gar keine Flüssigkeit drin ist. Toll. Das hat sich ja wieder vollkommen gelohnt, oder? Oder ist hier doch was? Nee, kann gar nicht sein. Okay, wir haben auf jeden Fall Bedrock gefunden. Dazu kommen wir dann aber später. Okay, das ist ein bisschen doof. Okay, dann muss ich nochmal weitersuchen, dass ich was finde mit Flüssigkeit innen drin. Nun gut. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt mal nach oben. Ich futter noch mal was. Und zwar habe ich nämlich das Obsidian schon fertig. Abgefarmt. Sodass wir... Habe ich jetzt gerade einen Hunger auf dem Weg verloren? Oder wo ist der Mushroom hin? Egal. So. Zum einen packe ich mal hier nochmal ein bisschen die Erze weg, was ich jetzt nochmal eingesammelt habe. Wir haben auch ein paar Raw Earth. Seltene Erden gefunden. Gott. Manchmal tue ich mich mit solchen Aussprachen schwer. So. Okay. Jedenfalls, achso, was ich noch gemacht hatte, war ein Hammer. Ich habe einen Hammer gemacht mit Eisen Large Plate, Eisen Hammerkopf, Bronze Large Plate und so einer Wooden Tool Rod. Sodass wir jetzt noch einen Hammer haben auch, damit ich da unten ein bisschen besser vorankam. So, jedenfalls, ich habe Obsidian fertig. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal irgendwo ein Portälchen hinbauen. Ich würde es sogar sagen, wir bauen das hier hinten hin. Erstmal, ne? Machen wir zwei frei und dann klatsche ich es einfach mal hier so rein. So. Zack, zack, zack. Und wer sich jetzt fragt, warum ich nicht das gleich gegossen habe, hätte ich machen können. Aber das Problem ist, die Mining-Level von vielen Sachen bei uns sind angepasst. So ist es beispielsweise so, will ich Netherquarz abbauen, brauche ich mindestens Mining-Level Diamond. Das heißt, wir würden sogar nicht mal was aus dem Nether kriegen. Es gibt eine Sache, die mir im Pack aufgefallen ist, die dann der öffentlichen Version deaktiviert ist, ist, dass es von Embers gab es dieses Quarzohr. Wo ich mir allerdings gesagt habe, okay, nee, das deaktivierst du mal schön. Dann kann man aber Thauncraften hat auch ein Quarzohr mit eingefügt. Was extrem doof ist und ich habe es jetzt mal deaktiviert, sodass man wirklich Netherquarz nur noch aus dem Nether bekommen kann und nicht aus der Oberwelt. Weil ich habe jetzt 13 Netherquarz, ist natürlich nicht so viel, das ist logisch, aber ja, trotzdem doof. So, und ich mache folgendes, ich nehme nochmal zwei Stacks Cobble mit. Habe ich irgendwo noch Platz, wo ich mal ein bisschen mein Zeug noch ablagern kann. So, Essen haben wir ein bisschen was noch. Irgendwas hatte eben null, ne? Sellerie, genau. Den können wir gleich mal wegpacken, den brauchen wir ja nicht. So, nehmen wir was anderes mit. Zum Beispiel Asparagus. So. Sonst da irgendwas, wo ich jetzt... Ja, nehmen wir ein bisschen... Ups. Nehmen wir ein bisschen Knoblauch noch mit. So, wunderbar. Gut, damit haben wir Stein, wir haben unseren Bocken. Wo ich immer noch am Überlegen bin, Arrowhead, warte mal, haben wir die Möglichkeit? Was ist das? Was haben wir denn alles noch? Elektrum, warte mal, was hat ein Ember? Ember hat Triple von 600, ja, das nützt mir aber nichts. 60 Ember hätten wir dann. Und würden sogar mehr Damage machen, sehe ich gerade. Ist da was?
Wir haben da immer. Zack. Zack, zack. Zack. Die Tech ist ordentlich hoch. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Warum ist es nicht gleich so gemacht? Das ist wirklich eine gute Frage. Warum ist es nicht gleich so gemacht? Was hat denn eigentlich das Schwert? Interessiert mich jetzt mal. Habe ich wieder irgendwas verstellt aus Versehen? 7,7. Das Eisenschwert? 6. Okay, ja, ist standmäßig auch, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir zünden an, gehen in Nether und wenn wir im Nether waren und kurz ins Umgeguckt haben, beende ich die Folge, farm bis zum nächsten Mal noch ein bisschen Zeug und dann sehen wir uns wieder und haben viel Spaß. Also, flup, an das Nether-Portal und rein da. Ich habe Angst, dass wir an einer anderen Stelle wieder rauskommen. Ich habe wirklich Angst davor. Warum habe ich Redstone-Alloy-Blöcke eingesammelt? Wir kommen in meinen Nether-Portal raus. Und warum gibt es so viel von diesem Erz? Holy shit. Warum? Das war in allen Testwelten nicht so. Warum gibt es hier so viel davon? Okay. Okay, nun gut. Warum habe ich da hinten Todespunkte? Ich bin nicht gestorben. Warum sehe ich Todespunkte? Hä? Okay, ich geh mal zurück. Warum habe ich ja Redstone Alloy Nugget? Bin mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Ich wette irgendwo am Arsch der Welt. Okay, ich bin irgendwo. Ah, gar nicht so weit weg von zu Hause, glaube ich, ne? Ich glaube, ich muss nur einmal hier irgendwie darüber. Hallo? Ja, ich muss nur da. Okay, dann, das. Okay, dann muss ich mal nochmal gucken, dass ich versuche, fast, also noch ein bisschen Zeug hole. Schaffe ich das? Ja. Dass ich noch ein bisschen Zeug sammle, voraussichtlich noch ein bisschen Obsidian. Ich muss unbedingt nochmal in die Config gucken, weil das schaut nicht richtig aus, der Nether. Wenn ich das mal so sagen darf. Und es sah so auch in Testwelten nicht aus. Weswegen ich jetzt wirklich dann mal gucken muss. Nun gut. Ja, wir waren im Nether. Wir sind im Nether. Ich werde ein bisschen im Nether mein gehen. Das werde ich vielleicht nächste Folge mal noch ein bisschen dann reinballern, dass man da irgendwie das dann sich nochmal angucken kann, meine Nether-Abenteuer. Aber, ja. Nun gut, ja, dann würde ich jetzt sagen, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und dann hoffentlich, so dass ich im Nether irgendwas erreichen konnte. Das heißt, ich nehme auch nochmal ein bisschen Zeug mit, um nochmal ein Nether-Portal zu bauen. Und dann gucken wir mal. Ja. Aber das mit dem Erz ist wirklich komisch. Ich muss da unbedingt noch meine Config gucken, weil das kann nicht normal sein, oder? Ja. So, okay. Dann. Nicht in die Lava, bitte. So. Okay. Dann jetzt wirklich. Ciao und bis zum nächsten Mal. Adios.